Guten Morgen. Ich wurde darum gebeten, beziehungsweise ja, drei verschiedene Zuschauer von euch haben einfach mal gefragt, kannst du nicht einmal deine Gewürze, die du alles hast und was du da alles in deinem Gewürzregal hast, kannst du das nicht einfach alles mal vorstellen? Und ja, dann habe ich einfach gesagt, klar, das mache ich. Und deswegen, heute stelle ich alle meine Gewürze, alles was ich in den Gläsern habe, sowohl hier als auch da hinten in den anderen Gläsern, ne? Das stelle ich heute einfach alles vor, für wen das ja, von Interesse ist, und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, hier unten, ja, ach nee, es geht noch weiter runter. Also hier unten ist meine Nahrungsergänzungsriege, hier ist Chlorella, dann Vitamin D, das sind Kelpalgen, ich kann mal gucken, dass man mehr filmen kann, also das sind Kelpalgen, dann Vitamin B12, Selen, Magnesium, Vitamin C. Das ist einfach hier Kokosmus, das steht normal ist hier nicht. Bloß ich habe gestern was gemacht und da war auch noch Kokosmus da. Ja, dann sind hier verschiedene Gewürzmischungen, die ich bekommen habe in pharmazeutischer Qualität. Spekulatiusgewürz, dann Lebkuchengewürz und Pizzagewürz. Und hier sind eben auch noch verschiedene Supplemente, mit denen ich entweder experimentiert habe oder die ich zugeschickt bekomme. Vitamin B12, das ist Orangenöl, das Pfefferminzöl. Das ist Vitamin D3, alles als Tropfen, Vitamin B-Komplex, Hyaluronsäure, Vitamin Q10 und da hinten, das hatte ich auch schon mal ein Video dazu gemacht, so gar nicht so schlecht, diese Advanced Detox and Clean, ja, ist, wenn man mal so schönen Stuhl haben möchte als Nicht-Rohköstler, dann kann man hier mal eine Kur machen und dann passt das. Vielleicht verlinke ich euch das Video oben. So, und nun wirklich zu den Gewürzen. Ist alles selbsterklärend, sonst sage ich was. Kokosflocken, Salz, Haselnüsse, Paprika, Räuchersalz. Das ist im Endeffekt ja, Paprika, Salz und Liquid Smoke gemixt und dann wird da so ein Räuchersalz draus. Dann Pfefferkörner, Lorbeer, Vanillezucker, das ist einfach normaler Zucker, der mit Vanille eingelegt ist. Den habe ich noch von Hanna, den habe ich bis jetzt nicht gebraucht, aber irgendwann wird er mal verbraucht. Thymian, Senfkörner, Wacholder, insbesondere für Sauerkraut zu empfehlen. Dann Wildkräutersalz, das ist einfach ja, ungefähr die Hälfte Salz und die andere Hälfte Wildkräuter. Dann schwarzer Sesam und Kurkuma. Also das ist getrockneter Kurkuma, ich kann euch eventuell mal verlinken, der hält sich natürlich viel, viel länger, den muss man allerdings dann halt 24 Stunden vorher einweichen, ist natürlich auch preisgünstiger als frischer Kurkuma. So, dann ja, Dill, Spirulina, bei Spirulina, der ist nicht so wasserlöslich, dann nehmt am besten einen Mixer und mixt das, bevor ihr das trinkt, weil sonst wird es ein bisschen klebrig, nicht so schön. Anis, Safransalz, das ist auch wieder ja, ungefähr, würde ich sagen, 7/8 Salz, 1/8 Safran. Asia-Kräuter, getrocknete Tzatziki, Gewürzmischung, das ist einfach so eine Salz-Gewürzmischung, die ich irgendwann mal gekauft habe. Kümmel, Gyros, auch wieder eine Gewürz- und Kräutermischung. Tandoori, ebenfalls wieder eine Mischung. Paranüsse, also jeden Tag 3 bis 4 wegen meinen Selen. Ich nehme zwar auch das Selen hier unten, also dieses Selen hier ein, aber ich nehme auch trotzdem aus einer natürlichen Quelle immer jeden Tag 3-4 Nüsse. Schnittlauch, dann solche Schokoladennips, Kardamomkapseln, hier ist nochmal Chlorella, Rosinen, Kokosflakes, Soyanka, das ist auch wieder so eine Würzmischung, Nelken, Hefeflocken, Vanille, Boxhornklee, Kakaobohnen, Haselnüsse, Walnüsse, Stevia, flüssiger Stevia, das ist wirklich hier so mein absoluter Geheimtipp. Ich habe früher nicht gern Stevia gegessen, aber seit ich diesen Stevia hier kennengelernt habe, diesen flüssigen, ist wirklich der Hammer, ohne Nachgeschmack, einfach nur süß und ja, auch zumindest derzeitiger Stand nicht ungesund. Ja, Erdnüsse, Zahnstocher, eine Asia-Mischung, auch wieder eine Gewürzmischung, Kreuzkümmel, Himbeerpfeffer, das sind einfach getrocknete Himbeeren und schwarzer Pfeffer, das wird ja gemeinsam gemahlen, das hat so eine fruchtige Note, Matcha-Tee, Kreuzkümmel, Schwarzkümmel, Melasse, Kokosöl, Eichenrinde, Reishi-Pilze, Cordyceps-Pilze, Shiitake-Pilze, das ist meine Vitalpilz-Ecke derzeit, was ich probiere, und rote Beete, die ist getrocknet und dann gemörsert. Und dann in der nächsten sind wir dann beim Koriander, Kresse, das ist Samen,
Sellerie, Mandeln, Rosmarin, Mais, übrigens Maissprossen, sehr zu empfehlen, sehr süß. Oder man macht halt nicht rohköstliches Popcorn draus. Ja, Maca-Pulver, Fenchel, dann Neempulver, das ist eigentlich ein Insektizid, aber wirkt auch im menschlichen Körper. Ja, sehr, sehr zu empfehlen bei Entzündungen, nimmt aber nicht so viel. Das ist so der bitterste natürliche Stoff neben der Enzianwurzelpulver. Und dann Zimt. Und ganz oben haben wir schwarzen Pfeffer, Muskat, weißen Pfeffer, Koriander, ein Weihnachtsgewürz quasi, was frisch gemahlen ist, und auch ein Currygewürz, was frisch gemahlen ist. Die beiden Sachen sind selbst zusammengestellt. Genau, und dann haben wir hier nochmal Hefeflocken, Flohsamenschalen, Garam Masala, ist auch so eine indische Würzmischung, Kräuter der Provence, dann reinen Oregano und Kurkuma. Das ist das Regal quasi, was ihr hier seht. Und dann, ja, auf der anderen Seite fangen wir unten an. Mal sehen, was da alles so. Guck mal. Ja, Beluga-Linsen, Cashews, das Teebeutel, Reisprotein. Das habe ich eine Zeit lang genommen, wo ich ein bisschen Muskelaufbau genommen habe. Idealerweise sollte man aber Erbsen- und Hanfprotein oder Erbsen- und Reisprotein mixen, weil das immer eine unterschiedliche Aminosäure-Zusammensetzung hat. Und dass das dann halt wirklich gut ist, sollte man ja nicht unbedingt nur ein Protein nehmen, sondern immer mixen zwischen Proteinen. Habe ich aber alles schon Videos dazu gemacht, soll es ja heute nicht gehen. Dann, ich habe mir eine von euch geschickt, gepuffter Amaranth, den mache ich manchmal in Salat oder in Müsli rein. Ja, wird halt einfach verwertet. Dann, das hier ist ganz interessant, das fermentierte Knoblauch. Der fermentiert 3 Jahre. Das ist Agavendicksaft und Melasse. Und da werden immer die Knoblauchzehen reingetan. Und erst wenn die Pechschraben schwarz sind, das dauert ungefähr 3 Jahre, sind sie dann fertig und dann kann man sie essen. Schmecken genial, absolut genial. Und 3 Jahre klingt viel, aber wenn man immer mal ein paar Knoblauchzehen reinballert, dann ja, dann kriegt man das dann gar nicht mit, dass das so lange dauert, sucht sich dann einfach die schwarzen aus. Also fermentierter Knoblauch. Und hinten ist einfach nur noch 3 Packungen voll Wildreis. Wildreis tut einfach einweichen im Wasser für 3-4 Tage. Und dann kann man den wunderbar essen, ohne den zu kochen. So, kommen wir zum nächsten. Okay, also. Ja, Kräutertee, selbsterklärend. Das ist ein Mix von grünen Pulvern. Wenn ich irgendwas zugeschickt bekomme an grüne Pulver und so klein, oder Freunde sagen, hier brauchst du das, du interessierst dich doch für gesunde Ernährung und sowas, hier habe ich noch Gerstengras, hier habe ich noch, keine Ahnung, Brennnesselpulver oder sowas, das mache ich dann einfach hier in das Glas mit rein und da weiß ich gar nicht, was drin ist, aber irgendwelche grünen Pulver sind da immer drin. So, dann hier Guarana, sehr, sehr zu empfehlen. Ein natürliches ja, Aufputschmittel, Konzentrationsmittel, was auch nicht aufs Herz geht. Ich kann das dosieren bis 20, 30 Gramm, da passiert gar nichts bei mir, was das Herz angeht. Im Gegensatz zu ja, Koffein aus Cola, Koffein aus Kaffee oder sonst was, was total aufs Herz geht. Da das hier in der Pflanzenfaser gebunden ist, in der Körper sich das sehr, sehr schwer rausholen muss, Stück für Stück, ist das sehr lang anhalten. Also Guarana, absolute Geheimtipp. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch das unten, weil das ist hier so, das begleitet mich schon seit Jahren und ja, für mich persönlich ja fast unerlässlich. Bis jetzt, wo ich mit den Vitalpilzen angefangen habe, ich experimentiere gerade mit einem Mix aus dem hier oben, aus sibirischen Ginseng zusammen mit Cordyceps-Pilzen. Das ist eine Mischung, die scheint ganz schön ja, gut zu sein, aber ist nicht Thema des Videos. Also, Guarana. Dann, Steak-Gewürz. Ich habe mir damals 1 Kilo gekauft, Steak-Gewürz. Ein ziemlich geiles Gewürz. Und jetzt nutze ich das halt dann für eventuell andere Dinge. Aber so richtig nutze ich das nicht. Klumpt hier oben schon, das heißt, ein Zeichen ist trocken. Mungbohnen zum Sprossen. Leinsamen. Da hinten ist Buchweizen. Dann getrocknet eingelegte Tomaten in Öl. Das ist einfach ein Mix aus allen Essigsorten, den ich noch habe. Essig nutze ich kaum noch, eigentlich gar nicht mehr. Und ja, Apfelessig und Kräuteressig ist das. Mal sehen, wann ich die mal wieder brauche. Und da hinten ist noch getrocknete rote Beete. So, ich mache auch bei dem Fach durch. Stellen wir das mal alles hin. Gut, dann kommen wir zum nächsten Fach. Da haben wir schon den sibirischen Ginseng, den hatte ich ja schon erwähnt. Den teste ich zurzeit. Er soll
unter anderem konzentrationsfördernd wirken, aber ich lese mir das eigentlich so ungern direkt durch, wie der wirken soll, sondern versuche das einfach, indem ich das sehr, sehr hoch dosiere, einfach selber herauszufinden, wie das auf meinen Körper wirkt. Gibt es natürlich, wenn irgendeine Wirkung kommt, bei sehr vielen Pulvern, sagen wir 50-70%, die Pulver, die ich getestet habe, passiert einfach gar nichts. Ne? Aber mal schauen, sibirische Ginseng hat einen guten Start gehabt, erfahrt ihr eventuell auf meinem Kanal noch mehr. Bambu, das hat mir einer von euch zugeschickt, das ist so eine Fertiggerstenmischung, soll irgendwie so wie Kaffee sein, aber auf pflanzlicher Basis. Gut, Kaffee ist auch pflanzlich, keine Ahnung, schmeckt halt okay. Ne? Ich nutze es immer mal einen Löffel mit rein in den Tee und mach's einfach alle, irgendwelche Pflanzenfasern und irgendwie wird das schon gesund sein. So. Dann haben wir hier Chiasamen, da hinten haben wir Mohn, meine Kalziumquelle Nummer 1, Mohn, kann ich an alles dran machen, schmeckt mir total gut. Sesam ist natürlich auch eine gute Kalziumquelle und esse ich auch sehr gern, aber Mohn ist auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis meine Kalziumquelle Nummer 1. Da hinten habe ich noch getrocknete Shiitake-Pilze, daneben, das sind Algen, genau, das sind Algen, das ja, sind verschiedene Algen, also Kombu-Algen und Meeresspaghettis. Dann haben wir hier noch Reishi-Pilze, getrocknet und Alfalfa-Sprossen. So, und dann kommen wir zum nächsten und das ist auch das letzte Fach. Hier haben wir drin MSM, das ist Schwefel. Der Vorteil an MSM ist, bei mir, man hat total süße, geile, bunte Träume. Und deswegen nehme ich das MSM, immer vorm Schlafen gehen, ich kann total schön träumen damit. Ich kann zwar auch so schön träumen, aber wenn ich MSM nehme, sind die blumiger, sind die schöner und ich mag das irgendwie. Und MSM soll auch nicht ungesund sein, soll irgendwie für die Gelenke gut sein und so weiter. Kann ich jetzt nicht bestätigen, aber drauf geschissen. Süße Träume, reicht mir vollkommen aus. Und das ist Spirulina, ein großes Glas. Dann haben wir hier Traumkraut, auch das ist auch für süße Träume, aztekisches Traumkraut nennt sich das. Sehr, sehr bitter, aber was bitter ist meistens gut, das sind halt einfach nur Pflanzenreste, die dann gemörsert werden und geschluckt werden. Sehr, sehr schön. Und da hinten haben wir natürlich die Süßlupinen, die man gerne einfach so essen kann. Hanfsamen und Bentonit. Bentonit, ja, das ist einfach sowas wie Heilerde. Kann man nehmen, für den Darm ganz gut. Und hier haben wir noch Brokkolisamen und Erdmandeln. So, das war's. Ich schalte mal wieder zurück auf mich. Ja, das war mal so eine kleine Reise in mein Gewürzregal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr solche Ideen habt und ja, da gerne mal irgendwas sehen wollt, worauf ich jetzt nicht gekommen wäre, dann ja, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Und vielleicht habt ihr den einen oder anderen Tipp für das Gewürz, was ich habe oder wie ihr das nutzt. Oder ihr fragt euch, wow, warum hast du nicht XYZ und ja, dann lasst uns mal über unsere Gewürze und über unsere Döschen quasi fachsimpeln. Ich freue mich auf eure Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Macht's gut, euer Christian.